für euch gelesen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für euch gelesen. Diesmal habe ich ein Buch, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und das Buch heißt Stirb leise, mein Engel von Andreas Götz. Also, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Psychothriller ist. Das weiß ich wirklich nicht. Mit sowas kenne ich mich nämlich überhaupt nicht aus. Und ja, erstmal zum Inhalt. Es geht um Sascha. Also im ersten Kapitel nicht. Im ersten Kapitel, ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten jetzt sagen soll, ohne zu viel zu verraten. Wenn man das erste Kapitel, das nebenbei gesagt ziemlich kurz ist, gelesen hat, denkt man, man weiß genau schon, wer da der Täter ist und wer das Opfer und so. Es geht nämlich darum, dass eine kleine Stadt durch Morde an Mädchen, drei Mädchen wurden ermordet, dadurch wird die Stadt ziemlich erschüttert. Ist so eine kleine Stadt. Da passiert natürlich nie was, ja, das ist eigentlich bei vielen Krimis so. In den Städten, in denen so die schlimmen Sachen passiert vorher gar nichts. Sorry, wenn ihr jetzt im Hintergrund komische Geräusche hört, das ist mein Meerschweinchen. Tut mir leid. Jedenfalls geht es dann um Sascha. Sascha zieht in eine neue Wohnung ein, kennt da keinen und trifft als erstes seine Nachbarin Joy. Die ist da auch gerade eingezogen. Weil als Joy da eingezogen ist, da lebte Sascha da schon länger. In dieser Stadt. Ja, mit Joy versteht er sich ziemlich gut. Und er möchte unbedingt eine Beziehung mit ihr. Sie ist älter und sie ist schön. Und das macht Männer bekanntlicherweise an. Ja. Und Saschas Mutter ist Polizistin. Sein Vater ist gestorben, weil er auch Polizist war. Und ja, in Fachkreisen würde man sagen, Betriebsunfall. Ja. Das könnte man eigentlich so sagen. Und er ist immer nervös, wenn seine Mutter mal ein bisschen zu spät kommt, was doch mal vorkommen kann, weil er denn denkt, ihr ist was passiert. Ja. Und Sascha hört natürlich auch von den Morden, die aber als erstes gar nicht als Morde gesehen sind, sondern als Selbstmorde. Aber gleich im ersten Kapitel merkt man, dass das mit den Selbstmorden eigentlich gar nicht sein kann. Es muss ein Mörder sein und im Laufe des Buches kommen die da auch selber drauf. Und Sascha fängt an zu ermitteln. Der lernt auch noch so Mädchen kennen, die Natalie, und die stirbt dann auch. Und dann, als sie gestorben ist, hat er endlich mal gemerkt, na gut, es kann kein Selbstmord sein, weil Natalie hatte doch keine Gründe, sich umzubringen, obwohl ihre beste Freundin sich angeblich auch umgebracht hat. Und ziemlich schnell kommt er dann darauf, dass es was eigentlich nur was mit einem Jungen zu tun haben muss, der Tristan heißt. Er lernt dann ein neues Mädchen kennen, die Mareike. Und mit Mareike versucht er dann, den Fall aufzuklären. Und ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen. Ich fand das Buch echt gut gemacht. Ich habe es gar nicht mehr aus der Hand gelegt, weil ich fand das echt so gut. Mir wurde das empfohlen und da habe ich gedacht, na gut, habe ich nie was von gehört, aber der Titel hört sich interessant an.
es ist echt krass, wenn man mal bedenkt, wie viel ein Mensch doch ausrichten kann, wenn er sich mit der Psyche anderen Menschen auskennt. Das Buch ist echt richtig gut. Stirb leise, mein Engel von Andreas Götz. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dieses Buch. Es hat 4,5 Sterne bei Amazon. Ich würde aber sagen, es kriegt von mir glatte 5 Sterne. 5 Sterne von 5. Das kommt nicht oft vor, dass ich so viele Sterne vergebe, aber es hat mir echt richtig gut gefallen. Ja, vielleicht wollt ihr dieses Buch auch mal lesen und dann kann ich euch sagen, macht es auf jeden Fall, es lohnt sich. Und es ist auch ziemlich faszinierend. Man denkt erst, man weiß, wer der Mörder ist und dann wendet sich das Blatt und dann weiß man überhaupt gar nichts mehr. Also man weiß teilweise in dem Buch überhaupt gar nichts. Erst denkt man, na gut, ja, die Person war's. Und dann, vielleicht ja doch nicht. Und dann, man ist so verwirrt. Und das finde ich an dem Buch so gut. Es ist überhaupt nicht vorausschauend. Na gut, kurz vorm Ende könnte man drauf kommen, wer es war. Aber davor eigentlich nicht. Ja, ein echt gutes Buch. Für mich 5 von 5 Sternen. Ja. Lest es und sagt mir, wie ihr es findet. Ihr könnt mir auch gerne andere Bücher vorschlagen, die ich doch mal lesen könnte und dann vorstellen könnte. Dann wähle ich die aus, die ich auch lesen möchte und dann würde ich sie euch irgendwann vorstellen. Und dann habe ich noch eine kleine Anmerkung für euch. Ich weiß nicht genau, wie viele Folgen ich noch diese Woche rausbringen werde. Aber nach dieser Woche kommen 4,5 Wochen gar nichts. Danach vielleicht ein bisschen mehr wieder. Und ja, dann sage ich ciao, bis bald.